Es gibt natürlich einen Totschlagsbegriff, Verschwörungstheorie. Und der alles abtun soll, was in dem Zusammenhang an Vermutungen, konkreten Verdachtsmomenten und so weiter da ist. Und womit ja dann unterstellt wird, indirekt mit diesem Totschlagsbegriff, es gäbe keine Verschwörungen. Aber natürlich gibt es Verschwörungen, selbstverständlich. Und die beste Möglichkeit, von Verschwörung abzudenken, ist einfach so, ach, Verschwörungstheorie, aus der Luft gegriffen, irgendwie herbeifantasiert oder sonst etwas. Aber die Vorgänge, die nun wirklich einigermaßen dokumentiert sind, alles andere als Verschwörungstheorien, es waren Verschwörungen. Die Aufgabe bleibt, dass institutionelle Vorkehrungen getroffen werden müssen, die allesamt mit Transparenz zusammenhängen, damit sich eine Demokratie vor ihren Unterminierern schützen kann. Der Feind sitzt innen, heute mehr denn je, und nicht mehr außen. Er sitzt mehr denn je innen.